Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Bücherwoche von mir. Heute gucken wir uns wieder gemeinsam an, welche Bücher ich ja in der letzten Woche gelesen habe, was ich sonst so ein bisschen gemacht habe. Und entschuldigt bitte so ein bisschen das schludrige Aussehen. Zum einen bin ich ja dabei, meine Haare ein bisschen wachsen zu lassen. Und ich habe sie heute wirklich nur gewaschen und Luft getrocknet. Und das ist einfach das Schönste, was es so mit am Sommer gibt, dass man einfach seine Haare Luft trocknen kann. Dementsprechend sehe ich heute wahrscheinlich ein bisschen wirrer als sonst auch, aber ich mag den Look tatsächlich eigentlich ganz gerne. Ansonsten bin ich tatsächlich ungeschminkt und ja, es ist einfach... ja, irgendwie nicht das Wetter, um sich zu schminken. Also ja, und dann ist mir noch relativ spontan und kurzfristig eingefallen, oh, morgen gibt es ja die Bücherwoche. Vielleicht solltest du sie mal noch drehen, sonst wird es nämlich nichts. Und ja, deswegen dachte ich jetzt einfach, okay, ich drehe jetzt die Bücherwoche zusammen mit einem kalten Tee und ja, quatschen einfach so ein bisschen unverfänglich sozusagen miteinander und machen es uns einfach ja, bei diesen wunderbaren Temperaturen gemütlich. Ja, die Woche war ein... sehr heiser und eine sehr heise und eine sehr schöne Woche. Auch schon die Woche, über die wir jetzt sprechen. Aber ich bin halt ein Sommerkind. Ich liebe es. Es gibt für mich auch keinen zu warm oder es ist unangenehm. Und ja, natürlich macht es keinen Spaß, im Büro zu sitzen. Gar keine Frage. Aber es gehört halt, wenn man nicht gerade Urlaub hat, auch irgendwie dazu. Ich genieße das sehr. Und zudem war ich ja auch in der Woche 3 Tage in Berlin. Und auch da hatten wir richtig Glück mit dem Wetter. Es war super schön. Ich hatte 3 ganz, ganz tolle Tage dort und... ja, wir hatten auch einen Kingsiana Hangout. Das mischt sich jetzt so ein bisschen mit den Wochen, aber da ja, erzähle ich auch ein bisschen was. Aber jetzt erstmal zu den 3 Büchern der Woche. Es ist diesmal kein Eragon-Band dabei. Ich hatte ja in der vorangegangenen Bücherwoche schon gesagt, dass ich pausiere. Einfach, weil ich ja auch 3 Tage nicht da war und ich nicht irgendwie das Buch unterbrechen wollte. Ich habe aber trotzdem 3 Bücher gelesen. Gestartet, da rutsche ich ein bisschen zur Seite, hat die Bücherwoche mit Der kleine Alltagsmagier von Claudia Duwe. Ein Buch, das mir, glaube ich, irgendwie über die Flow oder ähnliches über den Weg gelaufen ist und mich so angesprochen hat, dass es bei mir einfach einziehen musste und gelesen wurde. Dann habe ich gelesen 12 Rules for Life oder 12 Rules for Life von Jordan B. Peterson. Ordnung und Struktur in einer chaotischen Welt. Habe ich schon ein ganzes Stückchen auf dem Sub, noch nicht allzu lange, aber ein Stückchen und musste jetzt einfach von mir gelesen werden. Und das dritte Buch war dann das Hörbuch der Woche und das war Die Katze im Lavendelfeld von Hermine Stellmacher. Habe ich zum Teil auch auf der Autofahrt nach und von Berlin nach Hause gehört, aber natürlich auch in allen anderen Momenten der Woche. Und wir starten, ja, wie gewohnt, natürlich, ja, wie es sich gehört, der Reihe nach mit den Büchern. Und das erste Buch ist Der kleine Alltagsmagier von Claudia Duwe. Ich fand es sehr faszinierend, wie mich dieses Buch mal wieder angesprochen hat und ich dann auch den Klappentext las und so dachte, klingt irgendwie richtig gut. Denn es geht in dem Buch ein bisschen darum, wie wir jeden Tag mit Freude und Leichtigkeit erfüllen. Und ich habe es, wie gesagt, irgendwie zufällig in der Flow oder in der Hücke irgendwo entdeckt. Und es hat mich sehr angesprochen. Ich habe es beim Verlag angefragt und dankenswerterweise auch erhalten. Alle Infos zu den Büchern und Links findet ihr unten wie immer in der Infobox. Guckt da gerne mal vorbei. Ja, das Buch verspricht so ein bisschen eine neue Lebendigkeit, Spontanität, mehr Lebensfreude und man bekommt auch so ein bisschen den Weg gezeigt zu dem Ziel-Ich und ja, auch den Weg, wie man zu diesem Ziel-Ich im Grunde kommt. Es gibt Inspirationen für den Alltag und auch ja, einen inneren Gefährten, nämlich Mr. Ed. Und Mr. Ed steht für Everyday, also jeden Tag, also sozusagen dann wieder der Alltag. Und diese Idee mit Mr. Ed fand ich eine sehr großartige Idee. Das muss ich direkt so zu Beginn wirklich sagen, das hat mir unglaublich gefallen, wie man diese Umsetzung macht, dass man eben diesen Mr. Ed in sich hat und dass der eben ein etwas jeden Tag Gutes tut. Und ich habe mir seine Mission auch einfach mal mit aufgeschrieben, denn es lautet: Seine Mission ist es, dir den Weg deines Alltags vor Augen zu halten. Jeder Tag birgt ein gestalterisches Potenzial, hält für dich Fragen und Herausforderungen bereit, lässt dich verschiedene Stimmungen erfahren und lädt dich ein, Entscheidungen zu treffen. Unser Alltag steckt voller zauberhafter Zeichen, voller einladender Türen, voller Strände, an denen Ebbe und Flut sich die Hand reichen.
Und das hat mir wirklich unglaublich gut gefallen. Und auch so diese Umsetzung, diese Idee, wie man mit Mr. Ed umgeht und mit sich selbst, das war wirklich großartig. Das heißt ja auch so schön, nun bist du Magier und dein Motto lautet Rise and Shine, steh auf, um zu leuchten. Und auch das ist ein Motto, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Insgesamt war dieses ganze Buch wirklich sehr leicht gehalten, sehr spannend gehalten, hat wirklich tolle Motivationen gehabt und auch so der Funke konnte irgendwie übergehen. Und mir hat der kleine Alltagsmagier wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich habe schon sehr viel in diese Richtung gelesen, also wirklich so im Hiersein, achtsam sein, Persönlichkeitsentwicklung. Ich höre da ja auch sehr viele Podcasts zu und habe schon den einen oder anderen Workshop mitgemacht. Und ich muss aber wirklich sagen, dass ich hier auch als jemand, der schon ein bisschen was dazu gelesen hat, ganz viel rausnehmen konnte. Durch die Lockerheit und das leichte Erklären wird es wirklich für jeden zugänglich und hat ja mir wirklich einen Lesespaß bereitet. Es ist trotz seiner Leichtigkeit sehr tiefgründig und es wird auch sehr, sehr einfach die Dinge rübergebracht. Also sie sind auch sehr einleuchtend erklärt, sodass man sie wirklich greifen kann, verstehen kann und auch verinnerlichen kann. Es gibt unter anderem zum Beispiel auch ein bisschen ein Thema ist Visualisierung. Das finde ich immer etwas sehr Spannendes. Auch wenn ich es noch nicht so richtig wahrscheinlich für mich selbst umgesetzt habe, fand ich die Inspiration darin sehr, sehr spannend. Denn es ging hier eben ein bisschen so um ein Poster, um ein Board, was man sich baut, mit Alltagsdingen, die man eben gerne macht oder die man auch machen möchte und wie man mit Visualisierung dann wirklich umgeht. Und man hört da wirklich sehr, sehr viel Gutes darüber und ich glaube, man muss es auch einfach mal tun. Das ist ja ein Motto so ein bisschen von mir. Zudem gab es den magischen Tag, wo es dann eben auch so ein bisschen darum geht, nicht nur aufzuschreiben, was will ich heute tun, sondern was hast du heute eigentlich gemacht? Und das finde ich tatsächlich auch mal ganz interessant, am Abend innezuhalten und sich Gedanken darüber zu machen, was habe ich heute gemacht? Habe ich gut gegessen? Liebe Freunde getroffen? Habe ich frische Luft getankt? Habe ich Sport gemacht? Habe ich ein schönes Gespräch gehabt oder gar etwas Magisches erlebt? Und ich finde es so wichtig, dass man eben so dieses achtsame Innehalten hat und ja, sich da so inspirieren lässt und das eben auch mitnimmt und sagt, nicht nur das Leben besteht nicht nur aus To-Dos, sondern eben auch aus diesen magischen Kleinigkeiten, die das Leben so besonders macht. Es war für mich wirklich sehr motivierend. Es fühlt sich wirklich richtig und auch machbar an. Es fühlt sich leicht umsetzbar an, bringt auch definitiv neue Denkansätze und ich fühle mich auch wirklich in vielen Gedanken, die ich so ein bisschen habe, sehr bestätigt und habe das Gefühl, okay, ich bin, glaube ich, auf einem ganz guten Weg in meiner Richtung. Und ja, mir hat es wirklich gut gefallen. Ich fand auch wirklich den Schreibstil gut. Ich fand diesen Mr. Ed einfach großartig. Also jeder, der so ein bisschen was sucht zum Thema, ja, wirklich vielleicht so Selbstoptimierung, finde ich immer so ein blödes Wort, aber es geht in so eine Richtung, wo man einfach sagt, okay, wie kann man Potenzial und das Achtsame irgendwie mehr im Leben dazu gewinnen, der ist auf jeden Fall bei diesem Buch richtig und sollte sich das einfach mal ansehen und holen und auch mal darin lesen. Und es war auch gar nicht so dick, ich glaube um die 150 Seiten oder ein bisschen drunter. Und hat sich auch wirklich so in eine Mühe für mich weglesen lassen, weil es richtig, richtig schön war. Auch ein Buch, was ich persönlich tatsächlich richtig gut fand, war 12 Rules for Life von Jordan B. Peterson. Heißt hier so schön Ordnung und Struktur in einer chaotischen Welt. Dieses Buch verändert ihr Leben. Auch dieses Buch, muss ich sagen, habe ich irgendwo entdeckt und ich kann mir immer nicht merken, wo. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, bei Buchentdeckungen, wenn mir die irgendwo auffallen, wenn ich die irgendwo abfotografiere, mir immer irgendwie in das Buch einen Zettel zu machen, wo ich es gefunden habe, weil mich das echt ärgert. Ich habe es dann vom Goldmann Verlag zur Verfügung gestellt bekommen, was mich sehr, sehr gefreut hat. Und weil mir der Alltagsmagier so gut gefallen hat, war mir auch direkt nach diesem Buch. Und ich war in Stimmung für dieses Buch. Ich glaube, man muss für Sachbücher von dieser Art Bücher auch einfach in Stimmung sein. Und ja, das war ich jetzt in diesem Moment und deswegen habe ich auch zu diesem Buch gegriffen. Ich habe bisher sehr viel Gutes über den Autor gehört und auch seine Gedanken gehört. Man findet von ihm auch einiges auf YouTube. Es ist ja ein US-Kanadier, ich bin mir gerade nicht sicher, was von beiden er war. Ja, auf jeden Fall irgendwas von beiden war er, ist da sehr bekannt und da habe ich ihn eben auch über den einen oder anderen Vortrag dann auf YouTube entdeckt. Er selbst ist klinischer Psychologe, das habe ich mir extra notiert, der sich auch mit Neurobiologie, Philosophie und Literatur beschäftigt und ja, ist glaube ich wirklich so durch die Decke gegangen und bekannt geworden, als er seine Gedanken auf YouTube teilte. Man muss direkt dazu sagen, dass Jordan B. Peterson durchaus so für kontroverse Meinungen auch bekannt ist, beziehungsweise dass
diese Meinungen in anderen Menschen von ihm ausgelöst werden. Ich glaube, entweder liebt man es oder man hasst es, was er sagt. Denn er ist schon sehr direkt und sehr klar und duldet gefühlt auch keine Widersprüche. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Weil ich glaube, dass er sehr davon überzeugt ist, von dem, was er denkt. Ich bin sehr gut in das Buch von Jordan B. Peterson gekommen. Es hat einige Überschriften angefangen oder einige Themen angefangen mit Steh aufrecht und mach die Schultern breit. Vergleiche dich mit dem, der du gestern warst, nicht mit irgendwen von heute. Räum erst einmal dein Zimmer auf, ehe du die Welt kritisierst. Sei präzise in deiner Ausdrucksweise und dann hier so schön läuft dir eine Katze über den Weg, dann streichle sie. Also es gibt verschiedenste Überschriften. Es geht auch um das Miteinander. Es geht natürlich auch einfach, wie man denkt, wie achtsam man durchs Leben geht, nach welchen Regeln man eigentlich irgendwie leben sollte, also welche Richtung auch das Leben nehmen kann oder nehmen soll, auf was man achten soll, was wichtig ist für ein Miteinander, wie die Welt auch irgendwie eigentlich nur funktionieren kann. Und ich finde, das erklärt Jordan B. Peterson wirklich großartig. Ich war sehr angetan von seinen Gedanken, von seinen Ideen. Ich fand manches persönlich so eine Spur zu viel, zu krass, wenn man das so sagen kann. Ich habe mir bei manchen so gedacht, okay, wird das in unserer Welt so funktionieren? Oder auch so, man macht sich dann Gedanken, was denken andere über einen? Und dann ertappt man sich so dabei und denkt sich, eigentlich ist das total egal, was andere denken, weil es ist nur wichtig, was man selbst denkt, was man selbst fühlt, was man selbst ausstrahlt. Und das macht Jordan B. Peterson für mich wirklich sehr gut. Also genauso, wie ich ihn aus den paar YouTube-Videos kenne, die ich gesehen habe, so wirkt er eben auch einfach in seinem Buch. Und natürlich macht es einem nicht einfach und er macht es auch dieser Welt nicht einfach und auch diese Regeln machen das nicht einfach. Aber ich glaube, wenn jeder so einen kleinen Schritt macht, dann hätten wir irgendwann so ein großes Ganze. Und das fände ich einfach sehr gelungen. Also mir haben die Anregungen wirklich sehr gut gefallen. Es hat tatsächlich wirklich viel zum Nachdenken gebracht. Es hält auch noch nach. Was mich tatsächlich sehr gestört hat, war ein bisschen die Sprache. Und ich habe dann doch irgendwie mal auf den Amazon-Rezensionen geguckt und gedacht, Mensch, das Buch hat so viele gute Rezensionen, wo hängt es bei mir? Also so nach einem Drittel habe ich schon gedacht, ach, was ist hier los? Und habe dann aber tatsächlich viele Rezensionen gesehen, die einfach die deutsche Übersetzung anprangern und einfach sagen, dass das total schlecht übersetzt ist und dass sehr viele wirklich den englischen und den deutschen Satz oder den Absatz irgendwie eingefügt haben in die Rezension und man sich wirklich denkt, oh mein Gott, diese deutsche Übersetzung ist wirklich grottig. Also das war vielleicht auch tatsächlich einfach mein Problem, so ein bisschen mit dem Buch, wo ich manchmal dachte, das klingt aber irgendwie merkwürdig, dass es tatsächlich einfach an der deutschen Übersetzung lag. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich bei so einem Wälzer, der so sachlich ist, der so viele Fachbegriffe auch verwendet, vielleicht zum Englischen gegriffen hätte, das glaube ich nicht. Aber wer sich das zutraut, ich denke, der ist mit dem englischen Buch auf jeden Fall auch gut bedient. Ansonsten kommt man schon zurecht. Das ist jetzt nicht so, wie wenn man es nicht versteht im Deutschen, aber es hat manchmal einen sehr merkwürdigen Klang. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Es klingt irgendwie komisch und man denkt sich immer mal wieder, hä? Das hätte man auch vielleicht irgendwie anders formulieren können. Und dann fragt man sich, liegt es am Autor oder liegt es in dem Fall jetzt wahrscheinlich tatsächlich an der Übersetzung? Und also viele kritisieren die deutsche Übersetzung und da würde ich tatsächlich auch einen Punkt abziehen. Aber in dem, was das Buch rüberbringt, wie toll er es im Grunde erzählt, wie spannend er es verpackt, da kann man eigentlich gar nicht meckern und wirklich sagen, es hat meine Woche wirklich zum Nachdenken gebracht und ich habe es dann am Sonntag auch beendet und man merkt so, wie in einem die ein oder andere Veränderung irgendwie im Kopf entsteht und wenn sie da ja mal entstanden ist und zu einem Bild wird, was man denkt, tut man, was man tut, denkt man und was man auch spricht, denkt man und ihr wisst, ne? Und das finde ich wirklich toll. Also auch sehr gute Empfehlung, hat mir gut gefallen. Wie gesagt, an mancher Stelle ist er mir ein bisschen zu straight, also zu krass. Fällt kein anderes Wort zu straight ein. Ja, aber ich denke, es lohnt sich. Und wenn man sich ein bisschen was mitnimmt, glaube ich, ist dieses Buch auf jeden Fall was sich lohnt, es gelesen zu haben. Ja, das dritte Buch ist dann etwas ganz anderes. Es ist etwas sehr Leichtes. Es ist wirklich ein Wohlfühlroman. Es ist der dritte Teil der Katzenreihe von Hermien Stellmacher. Es ist die Katze im Lavendelfeld. Und der erste Teil war Katzenglück und Dolce Vita. Der zweite Teil war Cottage mit Kater. Mit dem hatte ich angefangen. Und ich packe euch die beiden Bücherwochen auch einfach mal unten in die Infobox. Wenn euch vielleicht die Bücher dann auch noch interessieren, könnt ihr ja gerne in die Videos mal reingucken. Und ich habe mich auch diesmal für das Hörbuch entschieden. Das ist gesprochen von Sabine Arnhold. Geht etwas über 8 Stunden. Und zur Sprecherin kann ich sagen, dass ich sie ganz gerne mochte. Sie hat jetzt nicht herausragend gut gesprochen, aber nicht, dass es mich irgendwie gestört hätte. Ich
fand es sehr angenehm, ich fand die Betonung richtig gut, ich fand die Sprecherin wirklich in Ordnung, sie hat einen guten Job gemacht und ich finde, das kann man durchaus auch mal lobend erwähnen. Wir treffen im dritten Band dieser Reihe die Food-Bloggerin Alice. Sie zieht von Paris in ein kleines Örtchen in der Provence und sie hat eine 70-jährige Freundin, die auch gleichzeitig ihre Nachbarin ist, nämlich Janine, und sie mag auch sehr gerne den Restaurantbesitzer Georges. Sie hat ihn Französisch ausgesprochen, ich kriege das, glaube ich, nicht so richtig hin. Denn in seinem Restaurant isst sie durchaus immer mal ganz gerne und mag so ein bisschen diese Gemeinsamkeiten, die sie haben. Sie sucht gerade so ein bisschen ein Häuschen für sich und ihre beiden Katzen, findet dann eine Glückskatze im Lavendelfeld, also eine dreifarbige Katze, die sie aufnimmt. Doch ihre beiden anderen Katzen ergreifen dann die Flucht und sie ist da direkt auch so ein bisschen überfordert. Zudem wird ihr dann auch noch ihre Wohnung gekündigt und es zeigen sich bei ihrer Nachbarin so die ersten Anzeichen von Demenz und ja, irgendwie scheint gerade in ihrem Leben nicht alles so richtig rund zu laufen und ein bisschen Liebesdrama, Liebesdreieck gibt es dann auch noch. Ich persönlich war ja sehr angetan von Cottage mit Kater, war ein bisschen enttäuscht von Katzenglück und Deutsche Vita, war aber jetzt wieder sehr angetan von Die Katze im Lavendelfeld. Es ist wirklich ein ganz wunderbarer Wohlfühlroman für Katzenliebhaber, für Menschen, die Lebensgeschichten mögen, die es mögen, dass man ja, so ein bisschen auf der Suche nach sich selbst ist, nach seiner Zukunft ist, wie man Wege und Entscheidungen trifft. Und wer sowas gerne liest, der ist bei Hermien Stellmacher auf jeden Fall absolut richtig. Sprachlich hat mir das Buch wieder sehr gut gefallen. Es ist auch richtig schön zum Abtauchen. Es ist modern, es ist flüssig, es nimmt einen irgendwie mit. Es ist bildhaft erzählt, man hat tiefgründige Charaktere, man hat die Charaktere auch gut vor Augen. Man ist im Grunde mit in der Provence, man riecht förmlich den Lavendel, man riecht das alte Haus, man riecht das Restaurant von Georges und ich fand das wirklich großartig erzählt. Das hat Hermien Stellmacher wirklich ganz, ganz toll gemacht, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Besonders die Tiefgründigkeit der Charaktere fand ich herausragend, weil man hier natürlich nicht einfach nur lose Freunde und Bekanntschaften hat, sondern wirklich merkt, wie tiefgründig diese Beziehungen sind, wie wichtig auch Alice die Nachbarn sind, die Freunde sind, der Ort ist, an dem sie sind, auch ihre Katzen, und ich fand eben auch die Probleme und Herausforderungen so greifbar und echt und man war irgendwie so dabei, während sie das löst. Das hat mir wirklich ganz gut gefallen. Es war wirklich irgendwie echt und man konnte sich da unglaublich gut hineinversetzen. Die Katzen spielen so ein bisschen eine Nebenrolle. Das finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Das war bei Katze Cottage mit Kater war das ein bisschen anders. Da hatte die Katze schon so ein bisschen mehr den Fokus. Aber schon bei in Italien, als wir waren und jetzt auch hier, sind die Katzen eher so ein bisschen nebensächlich. Was ich persönlich tatsächlich schade finde, wenn eben schon im Buchtitel etwas mit Katzen drinsteht. Denn wo Katze draufsteht, sollte auch irgendwie Katze drin sein. Nicht, dass ich jetzt fanatisch auf eine Katzengeschichte gewartet hätte, aber das war so ein bisschen, wo ich dachte, Mensch, eigentlich kommen die Katzen ein bisschen kurz, finde ich ein bisschen schade, aber hat der Geschichte an sich keinen Abbruch gemacht. Mir hat auch das dritte Buch sehr, sehr gut gefallen, kommt für mich wirklich an Cottage mit Kater ran. Und ich glaube auch, dass es nicht das letzte Buch sein wird, was ich von Hermien Stellmacher gelesen habe. Sobald da mal wieder was Neues ist, werde ich auf jeden Fall mal reinsehen, denn ich mag die Geschichten einfach gern und ich mag es auch, wie sie es einfach erzählt, wie sie Geschichten aufbaut, wie sie Spannung erschafft, wie sie so dieses Wohlige um einen erschafft und man wirklich, wenn man die Augen zumacht, ja, das Gefühl hat, man liegt im Grunde im Lavendelfeld in der Provence. Und ich finde, das ist wirklich ganz, ganz großes Buchkino und hat mir wirklich sehr gut gefallen. Wo ich es nicht empfehlen kann, ist tatsächlich beim Autofahren. Ich habe das versucht, auf meiner Heimreise von Berlin zu hören und habe dann schon gemerkt, wie ich sehr entspannt wurde. Und das macht auf der Autobahn irgendwie keinen Sinn. Und dann bin ich zur Musik gegriffen, umgeswitcht. Und da ging es mir dann tatsächlich beim Autofahren ein bisschen besser. Also man sollte tatsächlich nur ein Hörbuch hören, wenn man nicht zu sehr dabei entspannt. Das bringt auf der Autobahn gefühlt nichts. Ja, und das waren sie jetzt auch schon. Die drei Bücher der Woche, doch gar nicht so schlecht, wie ich... finde ich echt cool. War eine coole Bücherwoche. War mir ja gar nicht so bewusst. Es war wohl einfach zu heiß, um sich dem so bewusst zu sein. Hat mir wirklich gut gefallen. Auch sehr schön waren meine 3 Tage in Berlin. Es war richtig tolles Wetter. Wir hatten sehr viel Glück. Ich bin am Donnerstag angereist. Es war ja in Bayern Fronleichnam, also ein Feiertag. Und da waren wir dann auf einem Spargel-Erdbeer-Heidelbeer. Ja, ich glaube, alles irgendwie Hof im Brandenburgischen.
Ich krieg den Ort nicht mehr zusammen. War auf jeden Fall sehr, sehr schön. Wir haben auch lecker Spargel gegessen. War richtig, richtig toll. Und ein geiles Eis. Ja, wirklich, wenn man das von Eis sagen kann. Wir haben ein sehr geiles Eis gegessen in Berlin. Fand ich wirklich großartig. Das nächste Mal komme ich auch mit der Tiefkühltruhe, Packung, um mir da einen Becher mitzunehmen. Fand ich ganz, ganz toll. Am Freitag waren wir ein bisschen shoppen in Lush, in Primark. Wo waren wir noch so ein bisschen? Ja, bei Karstadt in einem Yankee-Shop. Da habe ich euch ja schon meine Ausbeute gezeigt. Und dann haben wir so ein Hop-on-Hop-off-Ticket, Bus-Tour-Ticket gebucht mit einer Route, die ich wirklich sehr schön fand. Also das kennt man wahrscheinlich aus größeren Städten. Das ist im Grunde ein Bus, den bucht man. Man kann sich eine Linie raussuchen und dann fährt der im Grunde im Kreis. Man kann es irgendwie 24 Stunden nutzen und man kann überall aussteigen und auch wieder einsteigen. Und die Busse kommen immer so alle Viertelstunde und es war eine richtig schöne Touri-Tour. Ich nenne es jetzt einfach mal so, hat echt großen Spaß gemacht und wir sind am Brandenburger Tor ausgestiegen und das war richtig, richtig schön und wir sind, glaube ich, wo sind wir eingestiegen? Bei der Gedächtniskirche, fährt natürlich zum Beispiel in dem Fall über den Kurfürstendamm, die Siegessäule, Reichstag, man hat die Friedrichstraße, Rotes Rathaus, Alexa und ausgestiegen sind wir dann auch am Gendarmenmarkt. Und da gibt es eine sehr große Buchhandlung, den Dussmann, der ist 3- oder 4-stöckig, richtig riesig und richtig cool, also richtig, ach, wo so das Bücherherz im Grunde aufgeht. Wir sind tatsächlich stark geblieben, wir haben kein Buch gekauft. Ich bin da ja nicht so, dass ich ein Buch einfach irgendwo kaufen muss, weil ich schlepp's ja dann auch nur wieder nach Hause. Aber das war richtig, richtig schön, ist eine ganz tolle Buchhandlung. Und wir waren im Rittersporthaus und haben uns da ein Schokofondue gegönnt. Also wenn ihr da mal in der Nähe seid, geht da mal hin, das ist richtig toll. Ich habe Special Schokolade auch gekauft, die jetzt noch in der Testphase ist. Auch Sorten, die es bei mir in der Kleinstadt gefühlt irgendwie nie gibt. Und man konnte sich dann auch noch Schokolade selbst machen. Mein Zettel liegt noch da. Und dann kann man sich aussuchen aus 3 verschiedenen Grundsorten. Ich hatte weiße Schokolade, kann man sich Zusatzstoffe hineinmachen. Ich hatte Chili, Marshmallows und Cranberries, wenn ich mich nicht täusche. Und das hat dann, glaube ich, eine halbe Stunde gedauert. Also es bietet sich an, das zuerst aufzugeben und dann durch das Haus zu laufen und Schokolade zuzugreifen. Und war richtig cool, war richtig schön, war ein ganz toller Tag. Abends sind wir lecker indisch essen gegangen, war auch richtig schön. Und am Samstag war dann noch so ein bisschen Freundetag und dann bin ich am frühen Nachmittag auch nach Hause gefahren. Und war richtig toll. Also Berlin immer wieder eine schöne Stadt, die ich gerne besuche. Natürlich wegen der Menschen, die da dort sind, aber auch wegen der Stadt, weil ich mich da immer irgendwie angekommen fühle und immer willkommen fühle und immer das Gefühl habe, ich entdecke immer ein bisschen mehr Neues und entdecke so kleine Ecken in Berlin und das macht echt großen, großen Spaß. Am Dienstag hatten wir ja dann unser King's Yana Hangout. Das war auch richtig, richtig cool. Ich packe euch das auch einfach mal unten in die Infobox. Guckt da mal rein, wenn ihr das verpasst habt. Wir waren ja bei Phil auf dem Kanal. Es war ein richtig cooler Abend und es hat wieder richtig viel Spaß gemacht, mit den anderen 3 King's Yanern so ein bisschen über Bücher zu plaudern, sich über Bücher zu streiten und natürlich auch mit dem Chat so in Austausch zu kommen. Also war richtig, richtig schön, hat mega viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass das nächste King's Yana Hangout nicht so lange auf sich warten lässt. Ansonsten habe ich in der Woche, glaube ich, ein bisschen weiter geguckt bei Downton Abbey. Müsste dann so die 3. Staffel auch gewesen sein, die ich dann jetzt sozusagen in der Woche beendet habe. Erzähle ich aber dann in der nächsten Bücherwoche mehr. Dann heißt das, ich habe gar nicht mehr so viele. Ich glaube, es sind ja nur 6 Staffeln. Also ich habe die Hälfte sozusagen gelesen und ich glaube, ich habe tatsächlich gar nicht groß irgendwie viel mehr zu erzählen. Ich überlege, nein, kein Film oder irgendwas geguckt. Nein, ich glaube, Das müsste so gewesen sein an Dingen, die ich getan habe. Und ja, jetzt bin ich natürlich neugierig. Was habt ihr in dieser Woche so ein bisschen gelesen, gehört, gesehen? Habt ihr irgendwie eine Serie entdeckt, einen Film geschaut? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. In der Infobox findet ihr alle Infos. Würde ich mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Und ich habe nichts vergessen. Dann beenden wir das Video jetzt einfach. Ich danke euch fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.